Unter den Ruinen, die von Europas alter Zivilisation künden, liegt eine urtümliche Welt. Eine Welt, in der Dinosaurier die Könige waren. Millionen Jahre lang ruhten ihre Knochen in düsteren, vorzeitlichen Gräbern. Aber dann brach das Zeitalter der Entdeckungen an, das die Dinosaurier wieder zum Leben erweckte und in dem es der europäischen Wissenschaft gelang, die großartigsten Giganten, die die Erde je sah, ans Tageslicht zu holen. Irgendwo in Europa vor 70 Millionen Jahren. Ein Dinosaurierweibchen ist unterwegs zu seinem Nest. Überall lauern Gefahren. Seit Millionen von Jahren ergießt sich Lava aus einer gewaltigen Erdspalte in das, was heute der Atlantische Ozean ist. Ein unterseeisches Gebirge entsteht und schließlich auch der Ozean selbst. Der Meeresspiegel liegt 24 Meter höher als heute. Ausgedehnte Sümpfe bedecken den größten Teil der Küste Europas. Das Klima ist heiß und schwül, die üppige Vegetation bietet reichlich Nahrung. Das Dinosaurierweibchen bleibt wachsam, denn sein größter Feind kommt unaufhaltsam näher. Er ist unglaublich schnell und seine dolchartigen Klauen können in Sekunden ihr tödliches Werk verrichten. Diesmal ist das Dinosaurierweibchen noch einmal davongekommen, auch wenn sein Leib schwer ist von Eiern. Es erreicht das Nest, in dem es geboren wurde, genau wie seine Mutter und deren Mutter davor. Hier wird es seine Eier ablegen und dafür sorgen, dass die Art überlebt. 70 Millionen Jahre später erheben sich über dem urzeitlichen Sumpf Weinberge und die Mauern des mittelalterlichen Carcassonne im Süden Frankreichs. Die Festung aus dem 12. Jahrhundert ist Ausgangspunkt für einen führenden französischen Paläontologen, um ein Rätsel zu lösen, das die Wissenschaft schon fast 150 Jahre beschäftigt. Hier im oberen Tal der Haute hat sich der Fluss seinen Weg durch die Ausläufer der Pyrenäen gebahnt und dabei groben roten Schotter und Erde ausgeschwemmt, die aus prähistorischer Zeit stammen. Das Tal ist mit Fossilien übersät. Aber es ist das Geheimnis, das das nahegelegene Dorf Rennes-le-Château umrankt, welches die Besucher anlockt. Seit ein armer Gemeindepfarrer vor mehr als einem Jahrhundert die Kirche großzügig renovieren ließ, sind die Gerüchte über einen sagenhaften Schatz, den die Tempelritter hier versteckt hätten, nie wieder verstummt. Geschichten über Reichtümer und okkulte Geschehnisse in Rennes-le-Château sind sogar im Internet veröffentlicht. Für den Paläontologen Éric Buffeteau jedoch liegt der echte Schatz einige hundert Kilometer westlich von Rennes-le-Château im Geröll. In den gleichen Sedimenten, in denen der ortsansässige Abbé Jean-Jacques Puech vor 150 Jahren einige Fossilien entdeckte. Die bemerkenswertesten waren Eischalen von ungewöhnlichen Ausmaßen. Puech schrieb 1859, ihre konstante Dicke zwischen zwei perfekt parallelen Oberflächen, ihre faserartige Struktur und insbesondere ihre regelmäßige Krümmung deuten darauf hin, dass es sich um enorme Eier gehandelt hat.
Sie müssen das vierfache Volumen eines Straußeneis gehabt haben. Dieses winzige Eischalenfragment ähnelt denen, die Jean-Jacques Puech damals gefunden hat. Er war der Erste, der je fossile Eier entdeckt und identifiziert hat. Der Abbé fand nicht nur die ersten Dinosaurier-Eier, sondern auch eine der größten Brutstätten der Welt. Aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit, es gibt mehrere Schichten übereinander, muss man davon ausgehen, dass die Eier nicht einfach auf den Boden gelegt wurden, sondern dass das Muttertier eine Vertiefung für sie aushob. Krokodile beispielsweise bauen auch heute derartige Nester für ihre Eier. Hunderte von Eiern wurden entdeckt und alle waren aufgebrochen, was darauf hindeutet, dass die Jungen geschlüpft sind. Aber niemand weiß, welches Lebewesen sie gelegt hat. Vor 70 Millionen Jahren war das Land, das heute Carcassonne und Rennes-le-Château umgibt, von Dinosauriern bevölkert. Sie lebten in einem tropischen Delta. Ein urzeitlicher, schlickbeladener Fluss wälzte sich träge durch die Landschaft. Doch von Zeit zu Zeit gab es Hochwasser und Flutwellen. Auch Dinosaurier wurden von den Wassermassen mitgerissen. Sie ertranken und ihre Kadaver sanken auf den schlammigen Grund hinunter. Heute markieren grüne Linien die Lage der Knochen, die sich über große Zeiträume angesammelt haben. Ein spektakulärer Fundort, an dem Dinosaurier vieler Arten liegen, einer über dem anderen. Aber wer von ihnen legte die Eier? Vier Spezies wurden in dieser Region gefunden. Zum einen große Pflanzenfresser, Titanosaurier. Sie waren so verbreitet, dass man sie scherzhaft auch Weinberg-Dinos genannt hat. Die am häufigsten gefundenen Fossilien gehören zu Ampelosaurus. 9 Meter hoch und 15 Meter lang wog er mehrere Tonnen. Aber sein auffälligstes Merkmal war ein mit Panzerplatten besetzter Rücken. Ein weiterer Pflanzenfresser, der kleinere Struthiosaurus, trug ebenfalls Panzerplatten. Sein Erzfeind war Tarascosaurus, ein 5 Meter langer Fleischfresser, der ein Maul voller gezackter, zweischneidiger Zähne hatte. Aber Dinosaurier waren nicht die einzigen, die hier vor 70 Millionen Jahren Eier legten. Neben Dinosauriern fanden wir auch Überreste von sonderbaren Vögeln. Dieses Becken gehört einem Vogel, der etwa so groß war wie ein Strauß. Natürlich müssen solche Vögel große Eier gelegt haben. Und da beginnen die Schwierigkeiten für uns. In Buffetots Labor untersucht ein Techniker äußerst vorsichtig den fossilierten Inhalt eines Eis, das fast intakt geborgen werden konnte. Die Reste eines Embryos wären die einzige Möglichkeit herauszufinden, welchem Dinosaurier das Ei zuzuordnen ist. Embryos sind äußerst selten zu finden. Und Eric Buffetot hofft auch heute vergeblich darauf. Das Warten auf den ersten Dinosaurier-Embryo geht weiter. Kilometer entfernt von hier kam es in einem entlegenen Gebiet nahe der rumänischen Stadt Horzeg 1988 zu einem Erdrutsch. Für Dan Grigorescu von der Universität Bukarest sollte es ein Glückstag werden. Die Erdbewegung hatte ein Nest mit 16 riesigen Eiern freigelegt. In prähistorischer Zeit lag das Nest am Ufer eines tropischen Sees. Vielleicht kehrte das trächtige Dinosaurierweibchen instinktiv an den Ort zurück, an dem es geboren worden war, und legte dort seine Eier ab. Aber bevor der Nachwuchs schlüpfen konnte, wurde er das Opfer einer plötzlichen Flutwelle.
Die Eier, im Sediment begraben, sind bis heute erhalten geblieben. Um Beschädigungen der Eier zu vermeiden, benutzt Grigorescu einen Computertomographen für den Blick ins Innere der Fossilien. Für das, was er sah, hätte sein französischer Kollege Eric Buffetot wohl alles gegeben. Den zusammengerollten, schon weit entwickelten Embryo eines Telmatosauriers, unberührt seit über 70 Millionen Jahren. Fossilien des Telmatosaurus, eines zu den Entenschnabelsauriern gehörenden Pflanzenfressers, sind in Rumänien nicht selten. Er wurde bis zu 4 Meter lang und wog eine Tonne. Charakteristisch sind seine Mahlzähne. Grigorescu hatte auch die winzigen Überreste einiger Dinosaurierbabys gefunden. Bei der Untersuchung der Schenkelknochen bemerkte er eine Veränderung in der Struktur ihrer Beine, zu der es in den ersten Tagen nach dem Schlüpfen gekommen war. Das deutet darauf hin, dass die Jungen im Nest blieben, bis die Knochen genügend ausgebildet waren und sie laufen konnten. Das Muttertier befand sich während dieser Zeit in der Nähe des Nestes und fütterte seine Jungen. Die meisten Reptilien von heute verlassen ihre Jungen kurz nach der Geburt. Die Brutpflege der Dinosaurier könnte ein Grund für ihre Erfolgsgeschichte sein. Von Ost nach West streiften sie in Millionen von Jahren über den europäischen Kontinent, bevor sie ausstarben. Noch vor 200 Jahren konnte sich kaum jemand vorstellen, dass solche Lebewesen je existiert haben. Dieser monströse, mehr als 1,5 Meter lange Schädel, der in Holland gefunden wurde, war so berühmt, dass Napoleon ihn nach seinem Sieg bei Maastricht 1795 als Kriegsbeute beanspruchte. Er ließ ihn nach Paris schicken, zu Georges Cuvier, dem gefeiertsten Paläontologen jener Zeit. Cuvier war durchaus in der Lage, ein Reptil zu erkennen. Aber dieses Fossil besaß so gar keine Ähnlichkeit mit den Knochen von irgendwelchen lebenden Tieren. Und so glaubte er an eine gigantische Meeresechse, die in ferner Vergangenheit gelebt hatte und nicht mehr existierte. Das Problem aber war, dass im 18. Jahrhundert noch nie jemand etwas vom Aussterben gehört hatte. Europa ist die Geburtsstätte der Dinosaurierforschung. Dort wurden die fundamentalen Entdeckungen gemacht, die die Erkenntnis ermöglichten, dass Tiere tatsächlich aussterben konnten. Cuvier war der Erste, der detaillierte Beweise dafür vorlegte, dass es Lebewesen gegeben hatte, die unvergleichbar waren mit allen seinerzeit bekannten Geschöpfen und dass sie vom Angesicht der Erde verschwunden waren. Aber in einer noch immer von Dogmen geprägten Zeit waren seine Ideen geradezu ketzerisch. Nachdem er die Generationenabfolge in der Bibel gezählt hatte, verkündete der irische Erzbischof James Usher, dass die Erde am 26. Oktober des Jahres 4004 vor Christi erschaffen worden wäre, und zwar genau um 9 Uhr morgens. Doch eine Revolution des Denkens hatte bereits begonnen. 1795 erkundete der Schotte James Hutton die Landschaft um Edinburgh, als er eine verblüffende Beobachtung machte. Wenn die Erosion einen Berg abtragen konnte, warum hatte sich dann der Hadrianswall, der 122 nach Christi von den Römern erbaut worden war, in 16 Jahrhunderten kaum verändert? Fazit: Die Erde musste mehr als ein paar tausend Jahre alt sein. Es war in Europa, wo man erstmals die Urzeit entdeckte und erkannte, dass die Epochen der Erdgeschichte unvorstellbar weit zurückreichen. Tausende von Dinosauriern durchstreiften einmal ein Gebiet, in dem heute die Küste von Südengland verläuft. Diese Klippen sind 120 Millionen Jahre alt. Aber sie repräsentieren nur einen Bruchteil der Erdgeschichte. Darunter befinden sich Schichten, die noch unendlich älter sind. Die Dinosaurier beherrschten drei geologische Formationen:
Die erste war Trias, die vor 245 Millionen Jahren begann. Es folgte vor 205 Millionen Jahren der Jura und dann die Kreidezeit, in der vor 65 Millionen Jahren das Ende für die Dinosaurier kam. Es waren einfache Menschen und anglikanische Geistliche, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Dinosaurier fanden und damit Wissenslücken in der Entwicklungsgeschichte des Lebens füllten. Gideon Mantell, ein englischer Landarzt, war geradezu besessen von Fossilien. 1822 fand seine Frau Mary Ann einen Zahn, der in die Geschichte eingehen sollte. Sie zeigten ihn einem Freund, der gerade dabei war, das Skelett eines Leguans zu untersuchen. Dessen Zähne waren in ihrer Form dem Fossil der Mantells auffallend ähnlich. Mantell schloss daraus, dass sein Zahn zu einem gigantischen, um die 18 Meter langen Reptil gehören musste. Wenig später wurden Teile dieses Monsterreptils gefunden. Mantell brachte einen Entwurf der Kreatur zu Papier, die erste Zeichnung von einem Dinosaurier überhaupt. Doch in jener Zeit wusste niemand, was es war. Mantell nannte das Tier Iguanodon, Leguanzahn. Es war 9 Meter lang und fast dreimal so groß wie ein Mensch. Der 5 Tonnen schwere Pflanzenfresser durchwanderte Europa in riesigen Herden und wurde scherzhaft auch die Kuh der Kreidezeit genannt. Die meisten Wissenschaftler jener Zeit hielten Lebewesen wie das Iguanodon einfach für zu groß gewachsene Echsen. Aber Richard Owen, Englands führender Anatom, sah das anders. In einer gefeierten Rede von 1842 erfand er das Wort Dinosaurier, um eine neue Reptilienart zu beschreiben, die an Land lebte und aufrecht ging. Zehn Jahre später wurden diese Tiere im neuen Crystal Palace Park in London dem staunenden Publikum vorgestellt. Owen selbst beaufsichtigte die Anfertigung der lebensgroßen Dinosauriermodelle, die noch heute zu besichtigen sind. Da ihm nur eine Handvoll Knochen zur Verfügung stand, griff Owen auf seine Vorstellungskraft zurück, um das, was fehlte, zu ergänzen. Iguanodon sah aus wie ein einhörniges Rhinoceros mit schuppiger Haut und langem Schwanz. Aber die Leute waren begeistert. Sie kamen in Scharen, um die Monster, die vor Noah gelebt haben, zu sehen. Um seinen Erfolg zu feiern, gab Owen ein Dinner im Bauch eines noch unfertigen Iguanodon-Modells. Aber ein neuer Meinungsstreit war bereits ausgebrochen. 1859 veröffentlichte Charles Darwin seine bahnbrechende Arbeit über die Entstehung der Arten. Sie erschütterte die Fundamente der viktorianischen Welt wie mit einem Donnerschlag. Darwin beschrieb die allmähliche Umwandlung einer Spezies in eine andere durch einen Prozess, den er natürliche Auswahl nannte. Wenn man ihm genug Zeit ließe, sagte Darwin, könnte ein Affe zu einem Menschen werden und ein Reptil zu einem Vogel. Unausgesprochen implizierte seine Theorie, dass die Welt mehr als 6000 Jahre alt war. Blasphemie, schrien seine gläubigen Gegner. Die sogenannten Kreationisten schlugen mit Salomo Kapitel 3, Vers 16 zurück. Dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird, es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Darwin solle die Entstehung der Vögel erklären, hohnlachten feindselige Wissenschaftler. Sind Dinosaurier auf allen Vieren oder wie Vögel auf 2 Beinen gelaufen? Bekamen Dinosaurier irgendwann Flügel und stiegen damit in die Lüfte auf? Während der folgenden 100 Jahre nahmen die kontroversen Debatten kein Ende. Aber noch im 19. Jahrhundert sollte eine erstaunliche Entdeckung in Belgien einen echten Dinosaurier ans Tageslicht bringen.
Vor 100 Millionen Jahren bahnte sich ein Fluss seinen Weg durch die urzeitliche Landschaft. Starke Regenfälle hatten ihn über die Ufer treten lassen. Das tropische Buschwerk wimmelte von prähistorischem Leben. Doch der Fluss war eine Todesfalle. Im 19. Jahrhundert war die kleine Stadt Bernissart im Südwesten Belgiens berühmt für ihre reichen Kohlevorkommen. Im Jahre 1878 förderten die Bergleute mehr zutage als das, wozu sie ihr Kontrakt verpflichtete. Als sie in 300 Meter Tiefe ein neues Flöz erschlossen, stießen sie auf etwas Ungewöhnliches. Es war weder Gestein noch Holz, sondern ein Knochen, der von Pyrit überzogen vor ihnen glänzte. Das Fossil wurde zur Sensation, denn in der Folgezeit konnte man das erste vollständige Skelett eines Iguanodon ausgraben. Nach und nach sollten weitere 39 praktisch komplette Skelette aus der Mine auftauchen. Nie zuvor waren so viele Dinosaurier der gleichen Art an einem Ort gefunden worden. Im Hochwasser eines Flusses ertrunken, hatten ihre Knochen im Sediment überdauert. Der Fund war ein Gottesgeschenk für die damaligen Paläontologen. Endlich hatten sie genug Knochen beisammen für den Versuch, das Skelett eines Iguanodon zu rekonstruieren. Der berühmte französische Paläontologe Louis Dolo setzte die Skelette so zusammen, als würden die Tiere hoch aufgerichtet in Bäumen äsen und ihre Schwänze als Stütze benutzen. Der amtierende Kurator des Museums, Pierre Bulting, ist hinsichtlich dieser Körperhaltung skeptisch. Bei dieser Aufstellung des Iguanodon ist der Schwanz geknickt. Und bei genauerem Hinsehen bemerkt man, dass durch das Knicken des Schwanzes einige Wirbel gebrochen sind. Dolo stellte sich Iguanodon auf zwei Beinen hockend vor, so wie ein Känguru. Er lehnte auch das vierbeinige Rhinoceros ab, das Richard Owen 25 Jahre früher in der Crystal Palace Ausstellung gezeigt hatte. Dolo bewies außerdem, dass Owens Nasenhorn in Wirklichkeit eine flache, hufähnliche Daumenklaue gewesen war. Iguanodon hatte so ziemlich die außergewöhnlichsten Hände von allen Lebewesen, die es je gab. Der erste Finger war ein besonders kräftiger Daumen, der fest mit dem Handgelenk verbunden war und im rechten Winkel zu den anderen Fingern stand. Am Ende trug er einen scharfen Dorn. Zum Greifen war er nutzlos, jedoch eine effektive Waffe zur Selbstverteidigung. Der fünfte Finger war beweglich und könnte benutzt worden sein, um Blattwerk vom Geäst abzustreifen. Die drei Mittelfinger mündeten in einer breiten, hufförmigen Klaue, die als Zehe beim Laufen fungierte. Später, als man Fußabdrücke des Iguanodon fand, zeigte sich, dass sowohl Dolo als auch Owen recht hatten. Manchmal liefen sie auf vier Beinen und dann wieder auf zwei. Iguanodons wanderten wahrscheinlich in riesigen Herden durch Europa. Es wurde wild darüber spekuliert, auf welche Weise sie miteinander kommunizierten. Einige Wissenschaftler behaupteten, sie hätten gebrüllt. Andere glaubten an Zischlaute. Wieder andere meinten, sie hätten wie Kühe gemut. Wahrscheinlich wird es für alle Zeiten ein Geheimnis bleiben. Heute findet man Überreste von Iguanodons nur an wenigen Orten. Dazu gehört die winzige Isle of Wight, 8 Kilometer vor der Südküste Englands gelegen. Vor 120 Millionen Jahren hinterließen Iguanodons hier ihre Fußabdrücke. Steve Hutt, Kurator vom Sandown Museum. Here's a landscape
Überall finden sich Trittsiegel, die von zahllosen Iguanodons hinterlassen wurden. Sie werden aus dem Kalkstein herausgewaschen und bleiben am Strand liegen. Hier ein ganz besonders schönes. Seltsam. 9 Meter lange und bis zu 3 Tonnen schwere Dinosaurier auf einer kleinen Insel? Aber während der frühen Kreidezeit existierte die Isle of Wight noch nicht. Sie war Teil einer riesigen Schwemmebene, die Geologen als Wealden-Formation bezeichnen und die sich über den Ärmelkanal bis nach Nordfrankreich und Belgien erstreckte. Wie sah dieser Ort vor 120 Millionen Jahren aus, als Dinosaurier hier lebten? Ganz sicher nicht so wie heute. Es gab kein Meer, keinen Sandstrand und keine hochaufragenden Klippen. Damals war das eine Schwemmebene, die sich hunderte von Kilometern ausdehnte. Und es stank zum Himmel nach verrottender Vegetation und verwesenden Kadavern. Der passende Ort für einen fleischfressenden Dinosaurier. John Lynch ist ein Amateur-Dinosaurierjäger, aber Jake, sein Bullterrier, ist ein richtiger Profi mit mehr als einem Dutzend Knochen auf der Habenseite. Heute ist nur der Zehenknochen eines Sauropoden dazugekommen, aber 1994 fand er einen ungewöhnlichen Knochen aus der Wirbelsäule eines Iguanodon. Ungewöhnlich deshalb, weil er oben deformiert ist. Möglicherweise vom Biss eines großen Fleischfressers. Mehrere Zähne des Räubers wurden in der Nähe gefunden. An den Malen erkennt man die Zahnabdrücke. Hier, hier und da oben. Vor 120 Millionen Jahren schlich eine blutrünstige Kreatur über den schlammigen Boden der Isle of Wight auf einen glücklosen Iguanodon zu. Der Räuber war gut bewaffnet und gefährlich, aber seine Identität ist ein Geheimnis. Steve Hutt und ein Team vom Isle of Wight Museum haben ein weiteres Indiz entdeckt. Der könnte vom Killer jenes Iguanodon stammen. Ein wundervoll erhaltener Zahn. Er ist zusammengedrückt und hat Risse. Das hat das Gewicht tausender von Tonnen Fels bewirkt, die auf ihm lasteten. Aber wenn ich ihn nur ein wenig säubere und ihn anfeuchte, kommt seine Form zum Vorschein. Sehen Sie nur die beidseitig gezackten Ränder. Neo Venator, der neue Jäger, war 8 Meter lang und wog eine Dreivierteltonne. Der fürchterliche Räuber hatte Zähne, die Fleisch wie Steakmesser durchtrennen konnten. Seine Entdeckung auf der Isle of Wight brachte der Welt einen neuen Raubsaurier. Dieser Neovenator-Zahn passt zu den Furchen in den Wirbelsäulenknochen des Iguanodon. Neovenator war wahrscheinlich der Haupträuber hier. Und damit natürlich der Hauptverdächtige in dieser Angelegenheit. Er ist ein wahrer Albtraum. Ich bin so ein Iguanodon, knabbere selbst vergessen an saftigen Pflanzen herum und plötzlich taucht dieses Ungeheuer auf. Doch ich bin groß und wiege um die 4 oder 5 Tonnen. Eigentlich brauche ich keine Angst zu haben. Aber dieses Biest kommt brüllend näher. Da ist es gleichgültig, wie groß man ist. Du weißt, gleich gibt's Ärger. Also gerätst du in Panik. Ich kann mir vorstellen, wie er über die Ebene springt. Und dann ist er über mir. Ich schätze, er tötet nicht mit den Kiefern, eher mit seinen scharfkrahligen Fingern. Er weidet mich aus, reißt mir die Gedärme aus dem Leib. Vielleicht bin ich noch am Leben, wenn er mit seinem Kopf in meinen Eingeweiden wühlt. Die sturmgepeitschten Klippen der Isle of Wight gehören zu den reichsten Knochenfundstätten Europas. Im Sedimentgestein, das in 25 Millionen Jahren entstand, haben sich Dinosaurier verschiedener Arten erhalten. Sie freizulegen ist nicht leicht. In 12 Meter Höhe arbeitet Hutt ohne Sicherung an einer steilen Felswand. Seine Füße finden kaum Halt und der Untergrund könnte jeden Augenblick nachgeben. Aber es ist das Risiko wert. Hutt entdeckt einen weiteren Raubsaurier.
Das ist der aufregendste Fund bisher, weil es ein neuer fleischfressender Dinosaurier ist. Er ist schlank, hat lange Beine und ein scharf geschnittenes, längliches Gesicht mit einer breiten, stumpfen Nase. Noch sind große Mengen der Knochen im Gestein. Das Sediment ist hart wie Beton und wir brauchen fürchterlich viel Zeit, um die Knochen herauszulösen. Neben mechanischen Methoden versuchen wir es auch mit chemischen. Aber es geht nur langsam voran, da man äußerst behutsam vorgehen muss. Bereits im April 1998 ausgegraben, konnte das Tier bis heute nicht beschrieben werden. Doch seine frappierende Ähnlichkeit mit Velociraptor ist unverkennbar. Doppelt so groß wie jener wurde dieser elegante Räuber 3 Meter hoch und 5 Meter lang. Seine Arme besaßen eine Reichweite von 1 Meter und seine Hände trugen monströse Klauen, mit denen er Beutetiere festhalten und auseinanderreißen konnte. Selbst auf der winzigen Isle of Wight waren Dinosaurier also monströs. Aber auf einer Insel in Osteuropa schlug die Evolution andere Wege ein. Als die Dinosaurier Europa beherrschten, sah die Erde, wie wir sie kennen, ganz anders aus. Alle heutigen Kontinente waren in einer gigantischen Landmasse vereint, Pangäa. Im Jura begann sie auseinanderzubrechen. Vor 142 Millionen Jahren driftete Europa allmählich in seine heutige Position, war jedoch damals lediglich eine Ansammlung von Inseln. Der Atlantische Ozean war nur 1600 Kilometer breit und eine Landbrücke verband Nordamerika mit den britischen Inseln. Der größte Teil Europas lag unter Wasser, unter einem riesigen, flachen Meer, der Tethys. Nur wenig deutete auf den Kontinent hin, der hier entstehen sollte. Als der Superkontinent Pangäa zerbrach, wurden die Tiere und Pflanzen auf den einzelnen Landmassen isoliert. Sie begannen, eigene evolutionäre Pfade zu betreten. Oftmals entwickelten sich ziemlich sonderbare Tiere, die so nirgendwo anders entstanden. Isolation eröffnet der Evolution die Chance, verschiedene Richtungen einzuschlagen. In Osteuropa wurde eine vorzeitliche Insel, das heutige Becken von Hortsek in Rumänien, vom Rest der Welt abgeschnitten. Transsilvanien ist als legendärer Geburtsort von Vampiren in die Literatur eingegangen. Aber vor langer Zeit brachte es einige ebenso sonderbare Dinosaurier hervor. Doch diese Ungeheuer waren Zwerge. Und es hat sie wirklich gegeben. Der Paläontologe Mike Benton von der Bristol University in England hat sich einem Team rumänischer Wissenschaftler angeschlossen. In einem Steinbruch hofft man, Lebenszeichen aus der Kreidezeit zu finden. Von hier oben kann man noch die Form der Insel erkennen. Man braucht sich nur noch vorzustellen, wie es war, als die Dinosaurier über die Berge wanderten. Als das Wasser der Tethys stieg, wurden die Inseln, auf denen die Dinosaurier lebten, zunehmend kleiner. Um nicht auszusterben, mussten sie ihre Körpergröße reduzieren. Das ist der Oberschenkelknochen eines Telmatosaurus. Der gleiche Knochen wie der in meinem Bein. Hier ist das Kniegelenk und da die Kugel, die im Hüftgelenk verankert ist. Der Knochen beweist, dass dieser Dinosaurier nur 1,5 bis 2 Meter groß war. Erstaunlich, denn normalerweise ist der Schenkelknochen von Telmatosaurus etwa so lang. Telmatosaurus gehört zu den sogenannten Entenschnabelsauriern, die während der Spätkreidezeit in Europa und Nordamerika verbreitet waren. Gewöhnlich war er 5 Meter lang und wog knapp 3 Tonnen. Aber die rumänische Version geriet nur mannshoch, erreichte also nur ein Zehntel dieser Größe. Die Insel Hotzek mag klein gewesen sein, aber nicht zu klein für Telmatosaurus. Beschattet von Riesenfarnen suchte er wahrscheinlich am Waldboden nach Nahrung. Mit 24 Metern Länge war Diplodocus einer der größten Dinosaurier überhaupt, nicht aber in Transsilvanien, wie David Weishampel von der Johns Hopkins University entdeckte. And what I have in my hand
Das ist der Oberarmknochen einer ähnlichen Dinosaurierart, die vor 65 Millionen Jahren in Rumänien lebte. Das beinahe Bizarre an der Tatsache ist, dass er von einem ausgewachsenen Tier stammt, von einem Megalosaurus. Ein Sauropode wie dieser hier, aber er ist eindeutig verzwergt. Kleiner zu werden war nur eine Möglichkeit, auf die zunehmende Isolierung der Lebensräume zu reagieren. Anderswo in Europa entwickelten sich keine Zwergformen, sondern besonders seltsame Arten. 1983 entdeckte ein Amateursammler die erste vollständige Fossilie eines Fleischfressers, die je in England gefunden wurde. Baryonyx, was schwere Kralle bedeutet, durchstreifte vor 125 Millionen Jahren die Gegend um London. Mit bis zu 4 Metern Länge und einem Gewicht von über 1 Tonne ähnelte er entfernt einem T-Rex. Aber er war kein gewöhnlicher Dinosaurier. Er hatte den Schädel eines Krokodils und sein Rachen war mit 128 scharfen Zähnen gefüllt. Doppelt so viele wie bei jedem anderen an Land lebenden zweibeinigen Raubsaurier. Im Gegensatz zu den meisten Räubern seiner Zeit saßen seine 30 cm langen tödlichen Krallen an den Händen und nicht an den Füßen. Wissenschaftler glauben neuerdings, dass Baryonyx ein Fischfresser war, der durch eine flache Sumpflandschaft im Gebiet des heutigen Londons streifte. Auf seinen kraftvollen Hinterbeinen watete er durchs Wasser, das von lachsgroßen Panzerfischen und kleinen Haien nur so wimmelte. Plötzlich erspäht er die Beute und schlägt den Fisch mit seiner gigantischen Kralle, so wie ein Fischer seinen Landungshaken benutzt. 125 Millionen Jahre später wird der Baryonyx gefunden. Die Reste der letzten Mahlzeit stecken noch zwischen seinen Rippen. Sogar die Schuppen des Fisches sind zu erkennen. ...970 Kilometer weiter nördlich, dort wo heute das bayerische Altmühltal liegt, kam etwa zur gleichen Zeit ein anderes sonderbares Geschöpf ums Leben. Seine Entdeckung sollte die unaufhörliche Debatte über die Evolutionstheorie weiter anheizen. Darwin hatte ausgeführt, dass Vögel von Reptilien abstammen. Seine ungläubigen Kritiker forderten Beweise in Gestalt von sogenannten Missing Links, von Übergangsformen. Thomas Huxley dagegen, ein brillanter britischer Zoologe, war überzeugt davon, dass Darwin recht hatte. Er zeigte, dass der anatomische Aufbau eines Hühnerbeins absolut identisch ist mit dem eines Dinosauriers. ...1860, ein Jahr nachdem Darwin seine Evolutionstheorie erstmals veröffentlicht hatte, kam es zu einem außerordentlichen Fund in einem Kalksteinbruch im bayerischen Solnhofen. Eine einzelne, wunderbar erhaltene Vogelfeder. Sie war 150 Millionen Jahre alt und stammte aus dem oberen Jura. Wenig später entdeckte man im gleichen Steinbruch dieses erstaunliche Fossil, das seltenste aller Lebewesen, Archaeopteryx. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet Urflügel. Archaeopteryx sah aus wie ein Reptil, aber er trug gefiederte Flügel. Archaeopteryx tauchte während des Jura vor 150 Millionen Jahren auf. Der älteste bekannte Vogel der Welt war etwa taubengroß und besaß eine Flügelspannweite von 60 cm. Archaeopteryx war ein Vogel, der wie ein Reptil aussah. Ein anderes Lebewesen, das im gleichen Steinbruch gefunden wurde, war ein Reptil, das wie ein Vogel aussah. Compsognathus war ein hühnergroßer, fleischfressender Dinosaurier. Aber beim Vergleich mit Archaeopteryx ergaben sich bemerkenswerte anatomische Ähnlichkeiten. Beide haben lange, schlanke Hälse, einen langen, reptilartigen Schwanz, zarte Hinterbeine und Füße, eine nach hinten gerichtete Großzehe, kleine Schädel sowie scharfe, sägemesserartige Zähne. Diese Übereinstimmungen machten Huxley sicher, dass Archaeopteryx das fehlende Glied zwischen Reptilien und Vögeln war. Eine Momentaufnahme der Evolution in einer entscheidenden Phase. Eingeschlossen im Plattenkalk von Solnhofen.
30 Millionen Jahre später, dort wo heute das spanische Las Hoyas liegt, experimentierte die Natur mit einem Dinosaurier, der ebenfalls eine Übergangsform gewesen sein könnte. Diese heiße, staubige Ebene war einmal eine Insel vor der Küste Europas. Das subtropische Klima ließ eine üppige Vegetation gedeihen. Echsen, Salamander und Frösche suchten Schutz unter Farnen und ersten Blütenpflanzen. Gigantische Sauropoden und Iguanodons ästen in den Bäumen. Aber ein weit ungewöhnlicheres Lebewesen lauerte an der Küste auf Beute. Pelicanimimus. José Sanz leitet ein Team, das in einem Kalksteinbruch nahe Las Hoyas nach ihm sucht. Heute hat Sanz einen Arm freigelegt. Vielleicht ist es das eine fehlende Teil, dem er schon so lange auf der Spur ist. In seinem Labor an der Universität von Madrid vereinigt er den Arm wieder mit dem Rest des Skeletts. Sanz nennt das Tier Pelicanimimus wegen des Hautsacks unter seinem Schnabel. Pelicanimimus lebte vor 115 Millionen Jahren während der Kreidezeit. Der zweibeinige Fleischfresser war 2 Meter lang, 75 Zentimeter hoch und wog knapp 30 Kilo. Bemerkenswert ist seine Ähnlichkeit mit dem Pelikan. Aber geradezu verblüffend waren seine Zähne. Pelicanimimus hatte 220 derart eng stehende Zähne, dass kaum Platz blieb für Zwischenräume. Sie bildeten eine ausgezeichnete Schnittkante, ähnlich der von Schnäbeln heutiger Vögel. Der Kehlsack bleibt rätselhaft. Die aufblasbare Membran könnte sowohl beim Fischen als auch bei Balzritualen eine Rolle gespielt haben. Wenn aber Vögel von Dinosauriern abstammen, wie haben sie dann fliegen gelernt? Haben sie sich vom Boden erhoben oder segelten sie von Bäumen herab? Niemand weiß es definitiv. Aber in der Luft über Las Hoyas kreiste einst ein winziges Lebewesen, Eualulavis. Sein 1994 entdecktes Skelett enthüllte eine anatomische Eigenheit von eminenter Bedeutung. Am ersten Daumen des Flügels befand sich ein kleiner, abspreizbarer Knochen mit einem Federschopf, Alula oder Daumenfittich genannt. Die Alula gestattet es einem Vogel, den Winkel seines Flügels zu vergrößern, sodass er bremsen und landen kann. Derselbe Knochen findet sich auch bei einem Dinosaurier. Als seine Arme sich zu Flügeln entwickelten, wuchsen auf den verlängerten Daumen Federn und ebenso die Alula. Die Entdeckung des Eualulavis sollte sich als wichtigstes Bindeglied erweisen in der evolutionären Kette zwischen Dinosauriern und Vögeln. Die Entdeckungen in Europa haben gezeigt, dass Dinosaurier in vielerlei Hinsicht Vögeln mehr ähneln als Reptilien. Die Forschung betrachtet die Dinosaurier-Evolution inzwischen mehr unter diesem Aspekt. Von Zeit und Raum verschlungen, sollten Europas Dinosaurier ihre eigenen einzigartigen evolutionären Wege beschreiten. Aber haben sie sich wirklich in die Lüfte erhoben? Und wie funktionierte der Blutkreislauf ihrer riesigen Körper? In einer Kalkschicht in Italien gelang vielleicht die Entdeckung des Jahrhunderts. Eine Entdeckung, die jahrhundertealte Debatten endgültig beenden könnte. Ein altes Sprichwort lautet: Neapel sehen und sterben. Doch es gibt hier mehr, als das Auge sehen kann. Am Horizont der Vesuv. Wie oft hat er Tod und Verderben gebracht? Als die Dinosaurier herrschten, formten Vulkane die Erde. Einige sind auch heute noch tätig. Die berühmtesten sterblichen Überreste in Europa sind vielleicht die der Römer, die 79 nach Christi bei einem Ausbruch des Vesuv in Pompeji starben. Es war die größte Naturkatastrophe der damaligen Zeit. 113 Millionen Jahre zuvor hatte sich eine andere Tragödie zugetragen, deren Überreste nördlich von Neapel gefunden wurden. Sie lösten ein wahres Erdbeben in der wissenschaftlichen Welt aus. Drehen wir die Zeit zurück.
Ein Dinosaurierbaby begrüßt die Welt. Aber blitzartig ist seine kurze Begegnung mit dem Leben vorüber. Als das Baby starb, war Italien fast vollständig von den Wassern der Tethys bedeckt. Das ganze Jahr über herrschte tropischer Sommer. Der kleine Dinosaurier fiel in eine sedimentreiche Lagune und sank schnell in sein Grab. Der Sauerstoffgehalt des Schlamms war niedrig und hemmte das Wachstum von Bakterien, die das Körpergewebe zerfressen. Und so lag er dort mehr als 100 Millionen Jahre lang. Die urzeitliche Lagune blieb in den Kalksteinlagern von Pietraroia erhalten, nördlich von Neapel. Pietraroia, berühmt für seine wunderschön erhaltenen Fische, ist ein Eldorado für Fossilienjäger. 1980 entdeckten Giovanni Tudesco und seine Frau Giovanna etwas wirklich Ungewöhnliches. Unter einer Kalksteinplatte stieß Giovanni auf das Fossil eines Tieres, das er nie zuvor gesehen hatte. Oh, Gipiwana. Vor ihm lagen die Überreste eines Lebewesens, das nur wenig mehr als 20 cm maß. Anfangs dachten die Tudescos, es wäre ein Vogel. Doch dann bestätigte der Paläontologe Marco Signore von der Bristol University, dass es sich um einen Dinosaurier handle, dem ersten, der je in Italien gefunden wurde. Sie nannten ihn Scipionix, nach jenem unbarmherzigen römischen Feldherrn, der einst Hannibal besiegt hatte. Scipionix war ein auf den Hinterbeinen laufender Fleischfresser mit langen Armen und Beinen und einer Schnauze voller messerscharfer Zähne. Voll ausgewachsen wäre er stehend fast 2 Meter groß gewesen. Wahrscheinlich hat er in Rudeln gejagt. Heute wird die Fundstelle bewacht wie vor Nox. Aber Scipionix ist mehr als ein nationaler Schatz. Für Paläontologen war er vielleicht die wichtigste Entdeckung im 20. Jahrhundert. Die Entdeckung von weichen Teilen eines Dinosauriers ist einmalig auf der Welt. Im Schatten dieser Berge geschahen einige der nachhaltigsten Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit. Aber auch jenes kleine Fossil hat dieser Region einen Platz in der Geschichte gesichert. Der Fund ist mehr als ein Novum. Man hofft, dass Scipionix endgültig ein Geheimnis lösen wird, das Wissenschaftler seit mehr als einem Jahrhundert umtreibt. Waren Dinosaurier träge, wechselwarme Tiere wie heutige Reptilien? Oder agile, warmblütige Geschöpfe wie Säugetiere und Vögel? Dem Dinosaurier eilt der Ruf voraus, groß, langsam und träge gewesen zu sein. War das wirklich so? Vieles deutet bei diesen Tieren auf einen regen Stoffwechsel hin. Aber waren sie in der Lage, ihren Körper selbst zu erwärmen? Um das sicher beantworten zu können, müsste man seine inneren Organe begutachten. Doch die waren nie erhalten geblieben, bis Scipionix gefunden wurde. Das Tier ist so gut erhalten, dass selbst die Gedärme sichtbar sind. Der rote Fleck müsste nach seiner Lage zu urteilen die Leber sein. Von allen Dinosaurierfossilien, die je gefunden wurden, ist es nur Scipionix, der uns hinsichtlich der Frage, ob sie warmblütige Tiere waren, weiterbringt. Wir haben 2 wichtige Merkmale, was die Atmung von Dinosauriern anbetrifft. Einmal ist da ein stark entwickeltes Zwerchfell und zum anderen die sehr große Leber, die wie bei Krokodilen auch als Pumpe fungiert, um der Lunge beim Ein- und Ausatmen zu helfen. Warmblütige Tiere wie Vögel verfügen über große Herzen und Lungen, um ihren hohen Sauerstoffbedarf decken zu können. Wie Dinosaurier atmeten, konnten die Wissenschaftler bisher nur raten. Die Lage des Dickdarms unterhalb des Rückgrats und die seiner Leber lassen Scipionix eher reptil als vogelartig erscheinen.
Aber sie deuten auch darauf hin, dass er ein effizientes System besaß, sich selbst mit Energie zu versorgen. Sein kurzer und geräumiger Darm dürfte die Nahrung wirkungsvoll aufgeschlossen haben. Seine extrem große Leber fungierte als zweite, die Atmung unterstützende Pumpe. Das System aus Zwerchfell und Leber dürfte ihm eine Art Turboantrieb verliehen haben. In Ruhephasen war er vielleicht wechselwarm. Alles geschah langsamer. Aber während der Jagd konnte er seine Atemfrequenz steigern und jedes bisschen Energie nutzen. Nur so wurde Cipionix zum effektiven Jäger. Das ist von ungeheurer Tragweite. Er sagt uns, dass fleischfressende Dinosaurier physiologisch jeder anderen Gruppe lebender Wirbeltiere unähnlich waren. Aber es könnte auch erklären, warum sie 150 Millionen Jahre lang so erfolgreich waren. Vor 200 Jahren wurde in Europa das erste jener wundersamen Lebewesen entdeckt, von denen man sich im Traum nicht vorstellen konnte, dass sie wirklich existiert haben. Die Entdeckung war ein Schock für die zivilisierte Welt. Aber mit ihr begann auch eine Reise. Eine Reise in die Zeit, in der Dinosaurier die Erde beherrschten.